Die Atacama-Wüste in Chile. Hier auf dem Gipfel des Cerro Paranal befindet sich ein einzigartiges Teleskop, das Very Large Telescope, kurz VLT genannt. Seit über zwei Jahrzehnten beobachten Max-Planck-Forscher mit diesem Teleskop unsere Milchstraße. Die Milchstraße, zu der auch unser Sonnensystem gehört, besteht aus rund 200 Milliarden Sternen. Verborgen hinter kosmischen Wolken und 26.000 Lichtjahre von uns entfernt, liegt das Zentrum dieser Galaxie. Es verbirgt sich hinter dichten Staubwolken, die zwischen dem Sonnensystem und dem Milchstraßenzentrum liegen. Mit den Infrarotkameras des VLT können Astronomen trotzdem bis ins Zentrum hineinsehen. Und dort entdecken sie ein massives, schwarzes Loch. Sein Gravitationsfeld ist so stark, dass nicht einmal Licht ihm entkommen kann. Man kann schwarze Löcher darum nicht direkt sehen. Sie sind schwarz. Die Schwerkraft eines schwarzen Lochs wirkt aber Lichtjahre weit ins All hinaus. Und so kann man es doch dingfest machen. Anhand der Sternenbewegung wird die Schwerkraftwirkung deutlich, sodass wir heute mit Sicherheit wissen, im Zentrum der Milchstraße haust ein solches Schwerkraftmonster. Die Infrarotkameras liefern Schnappschüsse von den das Loch umkreisenden Sternen. Sie sind zusammengeschnitten zu einer animierten Sequenz. In den vergangenen 20 Jahren haben die Forscher die Umlaufbahnen von über 30 Sternen vermessen, die um das schwarze Loch herum kreisen. 2011 haben sie außerdem eine Wolke aus Gas entdeckt, die sich mit einer Geschwindigkeit von über 2000 Kilometern pro Sekunde in Richtung schwarzes Loch bewegt und dabei zunehmend beschleunigt wird. Im kleinen Fenster rechts ist sie im Detail zu sehen. Die Simulation zeigt, wie das Gas der Wolke immer weiter in die Länge gezogen wird. In einem Abstand von nur 40 Milliarden Kilometern zieht sie am schwarzen Loch vorbei. Der Abstand entspricht gerade einmal der 2000-fachen Größe des schwarzen Lochs selbst. Für kosmische Verhältnisse ist das unglaublich nah. Die Astronomen fragen sich, was passiert genau, wenn die Wolke an der Schwerkraftfalle vorbeigeschleudert wird. Weil sie die Wolke bei verschiedenen Wellenlängen beobachtet haben, können sie ihre Eigenschaften bestimmen. Sie ist rund 300 Grad Celsius warm, besteht aus Wasserstoff und Helium und ist insgesamt 3 Erdmassen schwer. Die Vermutung? Das Gas wird sich stark aufheizen und dabei Röntgenstrahlung abgeben. Turbulenzen werden die Wolke zerstören und sie wird vom schwarzen Loch in den kommenden Jahren zumindest teilweise aufgesogen werden. Ob das simulierte Szenario zutrifft, werden die Astronomen dann feststellen. Sie werden die Wolke weiter beobachten und ihre Dichte, Temperatur und Ausdehnung auch in Zukunft messen.